Am Wochenende hat Israel den Anführer der libanesischen Terrororganisation Hisbollah getötet und weitere Ziele im Libanon und Jemen beschossen. Wie geht's jetzt weiter im Nahen Osten? Wir nehmen uns in dieser 11KM-Folge Zeit, die Lage zu sortieren mit ARD Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Er erzählt uns, wie die Situation aktuell vor Ort ist, was der Tod des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah bedeutet und welche Ziele Israel jetzt verfolgt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ihr hört mich immer dann, wenn Viktoria nicht kann. Und diese Folge vom Mittwoch, den 1. Oktober, die gibt's jetzt schon. Da sich die Lage im Nahen Osten gerade ziemlich schnell verändert, deshalb hier auch einmal der Hinweis, Jan und ich haben am Montagmorgen miteinander gesprochen. Israel geht immer härter gegen die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon. Heute die Gewissheit, Anführer Hassan Nasrallah wird bei dem Angriff getötet. Er war der Chef der Terrororganisation Hisbollah im Libanon und kämpfte für die Vernichtung Israels. Menschen im Schockzustand, Einwohner fliehen aus den Stadtvierteln Richtung Uferpromenade. Viele bekommen vor Angst kein Auge zu. Natürlich ist das ein großer Schlag gewesen, den Chef der Hisbollah zu töten. Ob es sich jetzt hier ausweitet zu einem richtig großen Krieg, das steht immer noch im Raum, das ist denkbar. Oder ob es erstmal so weitergeht. Jan-Christoph, du bist schon eine ganze Weile da in der Region, berichtest sehr intensiv über den Konflikt, über den Krieg. Wie hast du dieses Wochenende erlebt? Ja, das ist einfach hier eine permanente Anspannung, das muss man schon sagen. Obwohl natürlich gerade das im Libanon, wenn man dahin guckt, noch viel schlimmer ist. Aber auch hier in Tel Aviv, wo ich bin, war die Anspannung groß, weil man halt dachte, nach der Tötung von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hisbollah, muss jetzt irgendwas kommen. Da kommt eine große Vergeltungsaktion, möglicherweise sogar aus dem Iran. Das ist etwas, worauf sich die Leute hier vorbereitet und eingestellt haben. Man hat hier gemerkt, so im Alltag, wenn man unterwegs ist, die Stimmung ist ziemlich gedämpft. Auf den Straßen sind nicht viele Leute unterwegs. Viele wissen, im Zweifelsfall muss ich sehr schnell sein, wenn es Alarm gibt. Wir hatten in den letzten Tagen ja auch Raketenalarm hier in Tel Aviv wieder. Im Norden ist das Ganze natürlich alles noch viel dramatischer, im Norden Israels, weil da eben täglicher Raketenalarm ist, weil da auch viel geschossen wurde in den letzten Tagen und Stunden. Da ist es nochmal viel härter, aber insgesamt ist es eine ganz große Anspannung. Und natürlich ist dann für einen Berichterstatter auch die Frage, ja, wie kann ich das angemessen abbilden? Wofür muss ich mich bereithalten? Wie kann ich im Zweifelsfall berichten und für meine Sicherheit sorgen? Das alles sind so Fragen, die uns umtreiben. Was ist denn deine Einschätzung, wie stabil gerade die Hisbollah noch ist? Ich war so selber verwundert, als ich gehört habe, sozusagen offenbar weiß die israelische Armee, wo sich Nasrallah aufhält, zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat. Und sie kann dann auch frühzeitig berichten, dass er getötet wurde. Also es scheint ja so, als sei die Hisbollah in gewisser Weise schon infiltriert, relativ stark durch wahrscheinlich den Mossad. Also die Hisbollah ist bis ins Mark getroffen, das ist klar. Also das ist eine Aktion, die hat ja begonnen vor etwa 2 Wochen mit dieser Explosion von tausenden Kommunikationsgeräten, also Pagern und Funkgeräten. Die ging weiter mit gezielten Tötungen von Führungsleuten der Hisbollah, also dem Militärchef und dann eben bis hin zum Generalsekretär. Das Ganze geht nur, wenn man die, ja du hast es gesagt, die Organisation infiltriert hat, wenn man richtig intensive Informationen hat darüber, wo halten sich gerade Leute auf, wo kann man sie treffen. Und natürlich diese Aktion mit den Funkgeräten, die geht nur mit einer ganz, ganz langen Vorbereitung. Das heißt, Israel hat sich lange darauf vorbereitet, hat Lieferketten unter Kontrolle gebracht, hat dafür gesorgt, dass die Geräte dahin kommen und auch so manipuliert sind, dass es nicht auffällt. Das ist eine Sache, die hat wahrscheinlich Jahre gedauert. Und das ist natürlich auch nochmal ein Schlag für die Hisbollah, dass sie so angreifbar überhaupt geworden ist und dass Israel dann eben diesen Angriff so auch durchgeführt hat. Das heißt, du gehst auch bei der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah davon aus, dass der Mossad da irgendwie involviert war, ja? Also, alle sagen, dieser präzise Schlag, der kann nur durch geheimdienstliche Arbeit zustande gekommen sein. Also man musste wissen, wo er sich aufhält, man musste wissen, ob er da ist, man musste die Hisbollah infiltrieren und brauchte dazu Informationen. Und das ist der Job des Mossad. Dessen Aufgabe ist es ja, also eigentlich Gefahren für Israel möglichst vorzeitig abzuwenden und dann möglichst auch außerhalb des Landes. Das ist eine Organisation, die nicht nur Informationen zusammenträgt, sondern die immer wieder auch mit Sabotage gearbeitet hat, mit gezielten Tötungen. Tausende gezielte Tötungen sollen auf das Konto des Mossad gehen.
die nicht zurückschreckt vor ja auch völkerrechtlich illegitimen Mitteln und tatsächlich Menschen gezielt tötet. Und diese Organisation ist natürlich besonders aktiv in den Staaten, die Israel am meisten bedrohen. Also das hat man jetzt natürlich gesehen durch den Schlag gegen Nasrallah, durch die Operation mit den Pagern, dass der Mossad auch im Libanon sehr aktiv gewesen sein muss, dass man da sehr genaue Informationen haben musste, wo die sind und wie man die Hisbollah treffen kann. Das ist eigentlich eine sehr verschlossene Organisation, die immer sehr stolz darauf war, dass sie nicht leicht zu knacken ist durch Geheimdienste. Aber dass es jetzt so gelungen ist, das ist ein großer Schlag. Und das traut man eigentlich nur dem Mossad zu, diesem israelischen Geheimdienst, der ja so ein bisschen ja mythenumrankt ist und der seit Jahrzehnten Dinge tut, die ja völkerrechtlich mehr als zweifelhaft sind, aber die natürlich Israels Strategie jetzt in dieser Situation, wo man die Hisbollah an ihrem Haupt treffen will, natürlich total unterstützt haben. Sag mal, ich habe gerade im Moment kein klares Bild davon, was eigentlich im Libanon passiert. Würdest du sagen, wir sind schon in einem Full-Scale-War, sozusagen in einem kompletten Krieg zwischen Israel und dem Libanon? Ist es das, was wir gerade sehen? Wenn man die Leute hier fragt, dann ist es absurd, nicht von dem Krieg zu sprechen. Das Ganze schon seit dem 8. Oktober, einen Tag nach dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel, hat die Hisbollah ja begonnen, Israel zu beschießen. Und Israel hat dann immer wieder auch übrigens in großer Zahl auch Angriffe im Libanon geflogen, fast jeden Tag. Aber im Süden, ja? Nee, nicht nur im Süden, also natürlich vor allem im Süden, weil von da die unmittelbare Bedrohung ausgeht, aber auch in anderen Teilen des Libanon, also die Beka-Ebene, das ist das Gebiet um Baalbek, das kennt man vielleicht, das ist so östlich von Beirut gelegen, etwa 100 Kilometer nördlich dieser Demarkationslinie. Auch da hat man viele Ziele angegriffen, weil auch da die Hisbollah sitzt und jetzt eben dann eben auch in Vororten von Beirut. Und auch da hat man die Hisbollah getroffen. Also das ist schon ein Krieg, auf jeden Fall. Gegenseitiger Beschuss, Tote auf beiden Seiten, jetzt auch natürlich sowieso die Evakuierten auf israelischer Seite, immer noch 68.000 Leute in Israel, die nicht in ihren Häusern sind, weil es einfach zu gefährlich ist da oben im Norden, aber jetzt eben auch ja nach UN-Angaben 200.000 vertriebene Leute auf der Flucht im Libanon vor den Angriffen. Was noch fehlt vielleicht, damit man von einem großen, vollen Krieg sprechen kann, das ist dann tatsächlich der Einsatz von Bodentruppen. Den gibt's noch nicht, aber die Gefahr besteht ja auch, dass das noch dazu kommt und dass Israel noch reingeht mit Bodentruppen. Nach diesen Angriffen auf die Führungsspitze der Hisbollah und die Tötung von Hassan Nasrallah, welche Konsequenzen siehst du? Was wird jetzt passieren können? Ja, das ist eine große Frage. Also davon hängt viel ab. Also das eine ist natürlich jetzt unmittelbar die Frage, was gibt es an Reaktionen? Das ist ein Schlag, der groß ist. Hassan Nasrallah ist unter Hisbollah-Anhängern eine mythische Figur und natürlich gibt es da irgendwie natürlich auch Rachegelüste und Vergeltungsbestrebungen und da muss man gucken, wie sehen die aus und was passiert da jetzt unmittelbar als Reaktion auf die Tötung von Nasrallah. Die zweite Frage ist aber natürlich dann die Langfristperspektive. Also nicht nur Hassan Nasrallah ist getötet, sondern auch noch weitere Führungskräfte der Hisbollah in den letzten Tagen, auch weitere. Da geht es offenbar darum, diese Organisation zu schwächen, auch an ihrer Spitze. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so schlagkräftig ist und Israel so sehr bedrohen kann, wie sie das in letzter Zeit getan hat. Das kann natürlich aber auch sehr gefährlich sein. Das kann natürlich auch so sein, dass es dann Umorganisationen gibt, mehr Irrationalität, wenn es darum geht, Israel zu bekämpfen. Auch darauf muss man sich einstellen, denn immer noch sitzt die Hisbollah auf großen Waffenarsenalen, die Israel bedrohen und die Region hier bedrohen. Und es ist gerade, glaube ich, völlig offen, wie die Organisation sich aufstellt und wie sie dann damit umgeht mit diesen Waffenarsenalen, wie sie die einsetzt. Das alles ist zurzeit unklar und das schafft eine Unsicherheit und natürlich auch dann eine potenzielle Gefahr. Angespanntes Warten sozusagen auf die Reaktion, wahrscheinlich auf die Reaktion des Iran. Wundert es dich, dass da bisher noch nichts kam? Ja und nein. Also natürlich auf der einen Seite ist der Iran ein enger Verbündeter der Hisbollah und die Hisbollah gleichzeitig war bei dieser Achse des Widerstands, die so genannt wird vom Iran und die der Iran versucht, um Israel herum zu organisieren. Da gehört ja die Hamas dazu, die Houthi-Rebellen im Jemen und eben auch die Hisbollah. Da ist die Hisbollah der mit Abstand wichtigste Player, weil sie einfach die größten militärischen Fähigkeiten haben. Und insofern ist das ein Schlag auch für den Iran. Auf der anderen Seite zeigt uns die Erfahrung, dass im Iran sozusagen man auch durchaus rational reagiert. Also zum Beispiel gab es einen wichtigen Schlag vor ein paar Wochen. Da wurde Ismail Haniyeh, wir erinnern uns, der Hamas-Chef, mitten in Teheran
gezielt bei einem Angriff getötet. Israel hat sich nicht dazu bekannt, aber wahrscheinlich von Israel. Davon gehen alle aus jedenfalls. Und auch da gab es noch keine Vergeltungsaktion. Insofern hat, glaube ich, das Regime in Teheran auch eine gewisse Zurückhaltung. Die wollen auch nicht die offene Konfrontation. Zumindest ist das die Erfahrung, die wir jetzt hier gemacht haben. Bislang hält Teheran sich auffallend zurück und setzt eher auf diplomatische Lösungen denn auf Eskalation. Die Frage ist, ob das so bleibt. Es gibt ja auch einen neuen Präsidenten dort, der versucht, vorsichtige Öffnungen Richtung Westen zu machen. Da kommt natürlich ein offener Krieg gegen Israel auch nicht gut. Auf der anderen Seite gibt es da durchaus auch einen Kampf zwischen Hardlinern, die jetzt die direkte Konfrontation, direkte harte Schläge auf Israel, den Erzfeind, wollen, und andere, die sagen, wir müssen smarter vorgehen. Es scheint so zu sein, dass auf jeden Fall diese Tötung von Ismail Haniyeh in Teheran noch vergolten werden soll. Aber wie das dann geschieht, ob das mit direkten Angriffen ist, wie wir sie im April gehabt haben, als Iran ja sozusagen Raketen und Drohnen über 300 auf Israel abgefeuert hat, oder ob das dann eher durch gezielte Anschläge, Tötungen, Entführungen, Cyberattacken, was auch immer ist, das ist völlig offen zurzeit. Und ich glaube aber, dass es im Iran eine gewisse Zurückhaltung gibt, wenn es darum geht, jetzt einen direkten Krieg mit Israel zu riskieren. Die eine Frage ist ja, wie reagiert der Iran? Die andere ist aber, wie agiert Israel jetzt weiter? Man hätte ja auch irgendwie denken können, dass nach dem offiziell bestätigten Tod von Hassan Nasrallah jetzt erstmal Ruhe einkehrt auf israelischer Seite. Dem ist aber nicht so. Warum nicht? Israel hat jetzt in eigener Wahrnehmung ein Momentum. Man ist jetzt dabei, die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah zu reduzieren und die Hisbollah, ich sag's jetzt mal, zurückzubomben, vielleicht 2 Jahrzehnte oder sowas in ihren militärischen Fähigkeiten, und damit die Bedrohung, die aus dem Norden kommt, zu reduzieren. Und da will man weitermachen. Es geht weiter, Ziele der Hisbollah zu bombardieren. Auch jetzt gerade, wo wir sprechen, passiert das. Das passiert rund um die Uhr. Also damit will man die Hisbollah tatsächlich in ihrer Fähigkeit, Israel zu bedrohen, dezimieren. Und das ist das Ziel des Ganzen. Man will weniger Bedrohung aus dem Libanon, will natürlich hier aus israelischer Sicht, dass die Menschen, die in den Ortschaften nahe der blauen Linie, dieser Demarkationslinie, gelebt haben, dass die wieder dahin können. Das ist das große Ziel. Und dafür muss die Bedrohung weniger werden. Aber es wurde jetzt auch beispielsweise eine Wohnung in einem Privathaus in Beirut angegriffen. Auf jeden Fall. Es gibt zivile Opfer. Es gibt unter den, nach dem, was man hört, über 1000 Toten, die es jetzt bisher gegeben hat bei den Angriffen Israels, auch über 100 minderjährige Frauen sind dabei, Zivilisten. Das sind dann diese zynischen Kollateralschäden, die es gibt. Und es gibt natürlich auch Angriffe auf Privatwohnungen und Häuser. Also bei dem Angriff auf Hassan Nasrallah vor ein paar Tagen, da sind ja 2 Gebäudekomplexe richtig bombardiert worden mit richtig großen, bunkerbrechenden Bomben. Also da steht nichts mehr am Ende. Mit solchen Bomben geht man auch an anderer Stelle vor, wo man glaubt, dass es Anlagen der Hisbollah gibt, die tief in der Erde stecken und die man angreifen muss. Und das sorgt dann natürlich für großen Schaden und auch für zivile Opfer. Man muss dazu sagen, es gibt immer wieder auch von israelischer Seite die Aufforderung an die Bevölkerung im Libanon, sich fernzuhalten von der Hisbollah. Viele im Libanon scheinen das auch zu tun. Die sind jetzt auf der Flucht und wissen nicht wohin. Da gibt es natürlich auch eine dramatische humanitäre Lage jetzt. Auch die Menschen im Gazastreifen leben ja derzeit in einer wirklich dramatischen humanitären Situation. Wie haben die denn auf den Tod von Hassan Nasrallah reagiert? Naja, es gab auch Aufrufe zur Trauer von der Hamas, die den Gazastreifen ja bis zum Krieg kontrolliert hat. Es gab auch da sozusagen öffentliche Kundgebungen von Menschen. Man sieht die Hisbollah als verbündete Organisation. Die Anhänger der Hamas, die haben immer gehofft, dass die Hisbollah einsteigt und auch für Entlastung sorgt in diesen Krieg. Und auf der anderen Seite haben sie auch gesehen, dass die Hisbollah ja eigentlich auch jeden Tag Drohnen, Raketen losgeschickt hat, um auch israelische Truppen zu binden. Man fühlt sich da schon in gewisser Weise verbunden und es gab auch entsprechende Kundgebungen dort. Aber natürlich haben die Menschen im Gazastreifen genug eigene Probleme. Da leben die Menschen in großer Angst. Es gibt keine sicheren Orte. Die Versorgungslage ist eine Katastrophe. Die medizinische Lage ist eine Katastrophe. Und es gibt vor allem jetzt nach einem Jahr Gazakrieg keine Perspektive, wie es weitergeht. Also wann wird das Ganze wieder aufgebaut? Wie leben die Menschen im Gazastreifen? Jetzt beginnt bald die kühle Jahreszeit mit Regenfällen. Da sind die Menschen dann weiterhin in den Zelten. Und da wird sich die Lage nochmal verschärfen. Am Wochenende gab es ja auch Bombardements gegen die Houthi-Rebellen im Jemen durch Israel. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der pro-iranischen Houthi-Milizen im Jemen angegriffen. Gestern hatten die schiitischen Milizen von dort eine Rakete auf den Flughafen Tel Aviv abgefeuert.
Warum genau haben die jetzt quasi zeitgleich auch zu den verschärften Bombardements im Libanon stattgefunden? Es gab jetzt ja immer wieder mal Angriffe aus dem Jemen oder auch aus anderen Ländern, die dann von den Houthi-Rebellen offenbar koordiniert wurden, mit Drohnen, mit Raketen. Auch hier in Tel Aviv ist eine Drohne gelandet vor kurzem und hat einen Menschen getötet. Also es gab jetzt wieder eine Langstreckenrakete, die abgefeuert wurde aus dem Jemen, die hier für Luftalarm gesorgt hat. Und das, was man da gesehen hat, diese Bombardements in der Hafenstadt, die sollen dann natürlich auch Infrastruktur und wirtschaftliche Fähigkeiten der Houthi treffen. Da geht es um Öl und um Gas und da geht es um ja die Infrastruktur, wie Waffen dorthin kommen natürlich, die dann oft aus dem Iran kommen. Und das Ziel ist, glaube ich, die Gegner Israels sollen sich nicht sicher fühlen. Wir treffen euch jederzeit und überall. Das ist die Botschaft. Ich glaube, man muss da Benjamin Netanyahu, den israelischen Premierminister, wörtlich nehmen. Der hat ja in seiner Rede vor den Vereinten Nationen gesagt, der militärische Arm Israels reicht weit. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Wenn wir jetzt auf den Libanon schauen, was sind eigentlich da die Kriegsziele von Netanyahu und von Israel? Welche Strategie verfolgt man da? Also, es gibt hier große Zweifel, dass es überhaupt eine große Strategie gibt. Das ist der alte Vorwurf an Israel, dass man eigentlich immer nur sozusagen taktisch handelt, dass man sagt, okay, wir wollen Zeit gewinnen, wir wollen die Bedrohung minimieren und reduzieren, wir wollen dafür sorgen, dass Gefahren rechtzeitig bekämpft werden und möglichst außerhalb des Landes. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass die Pufferzone zwischen beiden Ländern jetzt gerade auf israelischer Seite liegt, weil eben dort Menschen evakuiert sind in großer Zahl oder auch auf israelischer Seite liegt, sagen wir mal. Insofern ist das erstmal eine Taktik. Ansonsten ist, glaube ich, die Strategie, und das ist ja auch ein Vorwurf, der Israel immer wieder gemacht wird, eine rein militärische. Man glaubt, dass man Probleme hier in der Region nur durch militärischen Druck lösen kann, durch große Aggression, durch ein mehrfach härteres Zurückschlagen, wenn man getroffen wird. Das ist sozusagen das Vorgehen Israels. Man könnte natürlich auch anders vorgehen. Man könnte sagen, ein Ziel Israels müsste eigentlich sein, den Libanon zu stabilisieren, dafür zu sorgen, dass das nicht ein Failed State ist, was man jetzt einfach sagen muss, mit einer geschäftsführenden Regierung, die große Teile des Landes nicht kontrolliert. Das wäre ein Ziel. Man könnte sagen, Kooperation wäre gut. Es wäre ein Ziel, vielleicht mal Klarheit zu schaffen über den Grenzverlauf. Bei den Seegrenzen hat man das geschafft, weil es da um die Ausbeutung von Gasfeldern im Mittelmeer ging. Auf dem Land hat man das noch nicht geschafft. Das wäre auch ein großes Ziel. Und natürlich ist ein Ziel Israels, und das ist ein legitimes Ziel wiederum, die Durchsetzung der UN-Resolution 1701. Die wurde 2006 beschlossen. Da wurde gesagt, dass das Gebiet nördlich der blauen Linie bis zum Litani-Fluss, das sind so 25, 30 Kilometer nördlich, eine demilitarisierte Zone sein soll. Zwischen Israel und dem Libanon. Genau, genau. Und zwar auf libanesischem Gebiet, demilitarisierte Zone. Dieses Gebiet ist de facto nicht demilitarisiert. Da ist eine UN-Truppe drin, die kein besonders robustes Mandat hat. Da hat sich die Hisbollah immer näher an die Grenze herangeschlichen sozusagen und Israel konnte nur zuschauen. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, was Israel jetzt ganz konkret verfolgt, diese UN-Resolution durchzusetzen. Und die Haltung ist, wenn das eben international nicht passiert, obwohl es diesen Beschluss gibt, der völkerrechtlich bindend ist, dann machen wir es halt selber. Und das könnte eben auch die Perspektive sein für den Einsatz von Bodentruppen, dass man zumindest so weit reingeht, dass diese Gegend tatsächlich Hisbollah frei ist, will ich mal so sagen, und am Ende dann möglichst demilitarisiert. Jan-Christoph, du hattest jetzt gesagt, taktische Ziele kann man irgendwie erkennen. Man versucht, den Raketenbeschuss, den akuten sozusagen, zurückzudenken. Du hattest auch gesagt, die Hisbollah vielleicht 10, 20 Jahre zurückzubomben in der Entwicklung. Die ist ja, muss man sagen, eine hochgerüstete Armee. Aber was sind denn eigentlich die politischen Ziele dahinter von Herrn Netanyahu? Netanyahu versucht sich ja immer zu profilieren als Mr. Security, als der, der für die Sicherheit der Israelis steht. Und das Image ist natürlich nach dem 7. Oktober stark ramponiert gewesen. Dieser Angriff wurde nicht verhindert. Netanyahu hat dafür keine Verantwortung übernommen.
Es gibt tatsächlich viele, die sagen, er hat die Sicherheit Israels vernachlässigt. Und dieses Image kann er jetzt natürlich reparieren, indem er jetzt eben den starken Mann gibt. Und jetzt in den letzten Tagen ist ganz interessant, dass Netanyahu tatsächlich wieder im Aufwind ist. Also das, was er tut, das findet eine große Zustimmung. Er kann sich jetzt wieder profilieren als der, der für Israels Sicherheit sorgt. Er hat jetzt sogar Zuwachs bekommen, also eine Splitterpartei. Ein Politiker, der eigentlich mit ihm verfeindet war, Gideon Saar, der tritt jetzt in die Regierungskoalition ein. Das heißt, er hat jetzt sogar noch eine breitere Basis im Parlament für das, was er tut. Also da läuft erstmal vordergründig gut. Auf der anderen Seite ist Israel natürlich, und das ist ein Thema, was uns jetzt rund um den 7. Oktober, natürlich um den Jahrestag beschäftigt, ein zutiefst traumatisiertes Land mit Leuten, deren Sicherheitsgefühl nachhaltig gestört ist. Also kann man sagen, vielleicht eine Destabilisierung nach außen sozusagen? Aber nach innen scheint Netanyahu da seine innenpolitischen Ziele zumindest zu erreichen. Das ist so, aber natürlich zurzeit ist man da geeint, indem dass man die Regierung unterstützt im Krieg gegen die Hisbollah gerade und dass man auch die Ziele des Krieges im Gazastreifen teilt. Trotzdem gibt es hier eine große Spaltung in der Gesellschaft, das kann man schon immer noch sagen. Und die zeigt sich zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, die ja auch völlig aus dem Blick geraten ist, gerade in den letzten Tagen, die Frage der Geiseln im Gazastreifen. Da sind ja immer noch 101 Geiseln, tot oder lebendig, in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen. Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen sehen, dass die rauskommen. Wir müssen dafür sorgen, dass es jetzt mal eine Waffenruhe in Gaza gibt und einen Deal. Aber das will die Regierung partout nicht. Im Gegenteil, durch das, was sie jetzt tut, im Libanon lenkt sie die Aufmerksamkeit auf einen anderen Konfliktherd und weg von Gaza. Und da überwindet man jetzt natürlich erstmal diese Spaltung, die es gibt. Aber die herrscht natürlich untergründig weiter. Hast du mit Leuten gesprochen auf der Straße und deren Reaktion mitbekommen auf den Tod von Hassan Nasrallah? Ja, na klar. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Und die haben gesagt, endlich, das ist ein Terrorist. Der hat Israel angegriffen. Der wollte Israel vernichten und man hätte ihn schon längst töten sollen. Das ist die überwiegende Haltung der Menschen. Viele Menschen in Israel für ein massives militärisches Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon sind. Und viele hier blicken auch mit Stolz und Bewunderung auf die militärischen Aktionen der vergangenen Tage, auch auf die Tötung von Hassan Nasrallah. Es gibt ganz wenige, die natürlich auch Pazifisten sind und die keinen Krieg wollen, aber die sind hier in einer starken Minderheit. Und die allermeisten haben das begrüßt und haben das gefeiert. Und warum ist das so? Wenn man in die Geschichte zurückguckt, wenn man Terrororganisationen enthauptet, und das ist sozusagen die israelische Herangehensweise, man sagt, die Hisbollah ist eine gefährliche Terrororganisation, wir töten jetzt, wie wir es bei der Hamas gemacht haben, die Spitze, indem wir Nasrallah töten, indem wir weitere Führer töten. Es werden hier immer dann so Schaubilder gezeigt, da sieht man eine Reihe von Köpfen und darunter steht dann immer eliminiert. Man schlägt einer Terrororganisation nach israelischer Wahrnehmung die Köpfe ab. Aber wenn man sich das historisch anguckt, dann erreicht man damit ja keinen Sieg in dem Sinne, sondern man gewinnt eigentlich nur Zeit. Auf der einen Seite das Kalkül sozusagen, man gewinnt Zeit. Auf der anderen Seite könnte es aber auch dazu führen, dass man nochmal einen größeren Nährboden für mehr Terrorismus schafft, oder nicht? Genau, das ist die Frage. Also wer führt die Hisbollah künftig? Was für Verhalten kann man von dieser Führung erwarten? Das ist eine Frage sozusagen. Also der Gegner, den muss man dann sozusagen, wenn er sich neu aufstellt, auch neu bewerten in seiner Gefahr und Bedrohung. Und das kann auch ein bisschen diffus werden. Bei Nasrallah, da wusste man einigermaßen, woran man war, weil er die Hisbollah eben auch sehr lange geführt hat. Und das zweite Thema ist natürlich, und das erhöht natürlich die Gefahr für Israel und ist eine Gefahr für die Sicherheit des Landes. Das, was da jetzt passiert ist, ist natürlich ein Riesenrekrutierungsprogramm für die Hisbollah und für andere Organisationen, die Israel schaden wollen. Israel macht sich damit in der Region keine Freunde. Und das heißt, dass es mehr Leute gibt, die möglicherweise dann bereit sind, Selbstmordanschläge zu verüben, die auch ihr Leben geben wollen im Kampf gegen Israel. Und das Ganze erhöht überhaupt nicht die Sicherheit Israels. Israel müsste natürlich ein Interesse daran haben, an einem stabilen Libanon. Es gab auch früher, vor Jahrzehnten mal, eine entsprechende Politik, aber die hat man jetzt aufgegeben. Und das liegt natürlich auch daran, dass man mit der Hisbollah direkt nicht redet, dass man mit der Hisbollah die Teile des Libanon kontrolliert, dass man die nicht irgendwie in Ansätzen auch nur als Partner wahrnimmt. Natürlich ist es auch schwierig, wenn man von denen beschossen wird, das ist natürlich so. Aber das verhindert halt natürlich das, was Israel eigentlich leisten müsste, um sich hier in der Region zu integrieren, Kooperationen zu schließen, Nachbarn zu stärken,
für Sicherheit zu sorgen. Das alles gerät total in den Hintergrund. Und Israel sitzt hier eigentlich ziemlich isoliert in der Region mit all seiner militärischen Macht und Stärke und ist eigentlich nur deshalb sicher, weil es allen droht, wir treffen euch, wenn ihr nur zuckt. Und das ist das, was man jetzt sozusagen exekutiert an der Hisbollah. Aber das sorgt nicht für Stabilität im Libanon. Im Gegenteil, dort werden die Verhältnisse jetzt immer furchtbarer. Es gibt ja schon eine humanitäre Krise. Die Vereinten Nationen warnen, dass das Land jetzt völlig entgleisen könnte. Und das alles ist natürlich auch eine Bedrohung dann am Ende für Israels Sicherheit, natürlich. Jan-Christoph, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Sehr gerne, bis bald wieder. Jan-Christoph Kitzler ist Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv. Auf tagesschau.de findet ihr die aktuellen Infos zur Lage im Nahen Osten. Jan-Christoph Kitzler war auch nicht das erste Mal bei 11KM. Seine und auch andere Folgen zum Nahen Osten verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Julius Bretzel. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Und das ist mein Podcast-Tipp, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der erscheint jeden Morgen und thematisiert die Nachrichtenthemen, die gerade zentral sind. Zum Beispiel, was wird aus dem 49-Euro-Ticket? Oder warum sollte es uns in Deutschland durchaus interessieren, wer gerade in Frankreich an der Macht ist? Für neue Einblicke mit Hosts aus ganz Deutschland einfach mal reinhören. 15 Minuten gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.